Mich sollte man daten, weil ich ein verrücktes Hühnchen bin. Und ein verrücktes Hühnchen. Dass ich ein verrücktes Hühnchen bin. Erwarte ich, dass er hoffentlich auch so ein verrücktes Teilchen ist. Merkt schon recht den Pfiff. Mit dem Fädel, was ich hätte, ja. Ich muss anschauen, bitte. Nur der Krude. Also nackt und roh. Ich muss anschauen. Also komm. Einmal umdrehen, bitte. Ich kann auch ein Hemd zum Waschen. Okay, Leute. Ich kann sich jemand freuen. Ich spreche. Mr. Waschbrett ahnt schon, dass ihm gegenüber eine schweizweit bekannte Prominente sitzt. Hast du mir ein bisschen bekannt vor? Ja, im Normalfall hätte ich gesagt, Zürich ist klein. Aber. Ja, wie gesagt, sie erlangte schweizweite Bekanntheit. Ja, vom Fernsehen wahrscheinlich. Das wäre meine erste Sendung. Was hast du mitgemacht? Im Bachelor bin ich gesehen. Ist doch nicht schlimm. Also, wenn man ihrem Gesichtsausdruck Vertrauen schenken kann, dann fand sie es mit Alan schon eher schlimm. Und ich würde dir meine Selbstbewusstheit zeigen. Meine Selbstbewusstheit zeigen und dir zeigen, dass du mir wirklich etwas bedeutest. Schnell zurück in die Gegenwart. Ja, also ich esse viel Fleisch, muss du sagen. Ah, viel Fleisch. Sehr viel Fleisch. Okay. Sicher über ein Kilo. Was? Am Tag? Eine Woche? Knapp ein Kilo am Tag. Hätte Xenia doch das Kleid von Lady Gaga angezogen. Dress made entirely of raw meat. Und wenn habe ich das erfahren, dass er nicht vegan ist, war das schon klar direkt ein Minuspunkt. Are you trying to hurt my feelings? Because if so, you are succeeding. Eindeutig Gefühle verletzt hat die stolze Hundebesitzerin bei diesem dreifachen Katzenbesitzer und Katzenliebhaber. Das Katz natürlich passt es nicht. Ja, meine sind einfach so Straßenhunde und ich denke, die haben schon mehrere Katzen getötet, auch gefressen. Is that a problem for you? Ah, endlich. Endlich kommt die von Zeppin lang ersehnte Trash-Komponente ins Spiel. Ich heiße Julia. Ja, ich habe mich heute schick gemacht. Ich habe sogar Visagistin eingeladen, die mir geschminkt hat und meine Haare gemacht hat. Und ich hoffe, dass meinem Date das auch gefällt. Du bist für mich der Anfang vom Ende. I'm the Queen. Ah, das war voll peinlich. Also ich würde gerne erfahren, ob die Chance da besteht, ob er sich überhaupt zeigt und beweist, dass er dem würdig ist, dass ich ihm seine Prinzessin kann werden. Mit dem habe ich persönlich ein bisschen Mühe. Aber ihr Date zeigt sich besonders am Schluss als sehr würdig. Pluspunkt also wirklich, dass er die Rechnung übernommen hat. Plus, und das zeigt noch so, wie er eigentlich ist, auch noch, er hat noch recht viel. Und das ist auch entscheidend, oder? Oh, is it hot in here? Er hat noch recht viel Trinkgeld gegeben. Und so viel weiß sehr, sehr viel. Und das war wirklich viel. Hallo, mein Name ist Anna, ich bin 23 und komme aus der schönen Kanton Aargau. Ach, die liebe Anna, die hat sich nicht nur bei Zeppin ins Gedächtnis gebrannt. Cool. Und wo du dich umgedreht hast, sorry, ich musste einfach auf deinen grossen Arsch schauen. Er ist wirklich riesig. Okay, ich muss das ernst nehmen. Ich find's geil. Ich find's cool, geil. Schön. Bei Anna kann man wirklich schnell und einfach einen Lacher landen. Das weiß wahrscheinlich auch Maximilian Baumann. Anna. Hallo. Freut mich, hoi. Fabian, Anna. Hoi. 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 Und zusammen sind wir Fabianna. Wir müssten eigentlich Grillenzirpen hören, aber denen ist einfach zu peinlich, wie absolut nicht witzig das eben war. Jetzt hat sie so einen netten Kerl bei einem Blind Date kennengelernt und dann sowas. Das war mega schön. Trotzdem, vom Optischen her, suche ich mir etwas anderes. Meine andere Vorstellung ist, ich möchte so ein Latino-mäßig, weißt du? Und ja, und wegen dem. Sie ist so dumm. Sie ist wirklich hure dumm. Ja, voll. Zum Schluss noch dies. Aber du triffst mich nicht, bitte. Nein. Mal komm, einer. Nein. Doch, jetzt. Da. What the fuck? Das hat mich erschreckt. Was hast du für einen Gürtel? Schwarz. Okay, tschüss.